Also heute, was ist dieser ASIC Boost und was ist dieser User Activated Soft Fork? Das hängt nämlich zusammen. Was hat das Ganze mit SegWit zu tun? Und natürlich muss man da ein bisschen was über, müssen wir da ein paar Basics auch verstehen. Hey, danke für die ganzen netten Kommentare. Grüße aus dem hessischen Bergstraßen zwischen Frankfurt und Heidelberg. Hi Dirk, freut mich voll. Leo auch da, super. Also, ich bin hier in Bangkok, stecke gerade im Verkehr und habe mir gedacht, hey, perfekte Zeit. Kann ich doch ein Facebook Live zu dem Ganzen machen. Tina, Leo, freut mich voll. Also, guten Morgen nach Deutschland oder von wo ihr auch immer reinkommt. Gut, sprechen wir ein bisschen was, ein bisschen basic. Muss man verstehen oder muss man wissen, wenn es darum geht, was wir heute reden? Wir sprechen ein bisschen über das Mining und da geht es vor allem um diesen ASIC Boost. Sprechen wir mal darüber, weil das könnte echt relevant sein und wie das Ganze dann durch den User Activated Soft Fork vielleicht aufgelöst wird. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, bitte gerne reinposten. Da gehe ich gern drauf ein, wenn es irgendwas Interessantes in der Landschaft hinten gibt, während ich da durch Bangkok gucke, jetzt in einmal der Verkehr weg, dann melde ich mich auch. Gut, also, was ist dieser ASIC Boost? Beim Mining funktioniert es so, dass diese ganzen Miner auf der ganzen Welt hergehen müssen und den nächsten Block versuchen zu finden von der Blockchain. Das ist ein mathematischer Berechnungsprozess, den man normalerweise nicht voraussehen kann. Also das heißt, wenn ein Block gerade gemeint wird, dann sollte es unmöglich sein, den nächsten Block zu wissen. Es gibt da aber eine Firma, die hat ein Patent darauf angemeldet, wo sie Hardware entwickelt hat, wo man anscheinend 20% effektiver minen kann. Und das klingt jetzt relativ wenig, wenn man sich das jetzt aber überlegt und sagt, okay, angenommen, eine Mining-Firma verdient 100.000 Euro Umsatz durch diese Bitcoins, dann hat die im Schnitt 90.000 Euro Stromkosten. Das ist so das normale Verhältnis. Das heißt, der Profit Margin von so einer Mining-Firma ist ca. 10%, wenn es gut läuft. Man kann auch teilweise negativ sein, das ist echt unglaublich. So, auch Side Notiz, das ist auch der Grund, warum diese ganzen Scams nicht funktionieren können, die was 50% auszahlen, weil die Margen gar nicht da sind. Also, 100.000 Euro Umsatz, 90.000 geht für den Strom drauf. Wenn die jetzt 20% profitabler sind, dann bedeutet das, dass die statt 100.000 Umsatz 120.000 Euro Umsatz machen. Das bedeutet, die haben plötzlich 30.000 Euro Gewinn und haben dadurch 200% mehr Profitabilität, was ja wirklich unglaublich ist. Wie funktioniert dieser ganze Hack? Der ist eben eine Lücke anscheinend im alten Code, wo das dieses Mining-Material, diese Mining-Hardware früher erkennt, was der nächste Block sein könnte. Also man braucht eine Lösung, die mit 0 anfängt und so kann man es dann leichter berechnen und so gewinnen die halt häufiger. Da wird eben vermutet, dass der sogenannte Ant-Pool, der was wirklich der größte Mining-Pool aus China derzeit ist, die Nummer 1, dass der eben einen Deal geschlossen hat und diese Mining-Hardware verwendet. Und es ist relativ schwierig zum Nachweisen. Es gibt zwar so ein Gentleman's Agreement, dass das nicht verwendet werden soll von Mining-Firmen, aber naja, offensichtlich, also ich will jetzt da nicht irgendwie rassistisch sein, aber naja, also die Chinesen sind halt Chinesen und weiß ja nicht genau, was die machen. Jedenfalls wird halt vermutet, dass dieser Ant-Pool zum Beispiel diesen ASIC-Boost verwendet. So, warum ist das relevant? Astrid, liebe Grüße nach Düsseldorf zurück. Liebe Grüße aus Bangkok hier. Steht ein bisschen im Stau. Deswegen haben wir gedacht, machen wir hier das Facebook Live. Also der Ant-Pool verwendet diesen ASIC-Boost. Das ist jetzt, weiß man nicht, aber das wird jetzt einfach mal angenommen. Und wenn jetzt SegWit aktiviert werden würde, also diese größere Blockchain neuer Code Update, dann würde dieser ASIC Boost nicht mehr funktionieren. Ja, das muss man sich vorstellen, jetzt sind da große Mining Pools, die total viel Geld investieren für dieses neue Material, verwenden diesen Hack, der eigentlich nicht erlaubt ist, und wissen, dass wenn das Ganze jetzt resettet wird, dann funktioniert das alles nicht mehr. Wahrscheinlich Millionen Euro Investitionen einfach so weg. So, und jetzt blocken die diese SegWit-Aktivierung. Ist ja ganz klar, würde ich auch machen. Stell dir vor, du investierst Millionen und dann blockierst du das Ganze. Es ist ja nicht illegal, das Ganze zu blockieren. Ist ja auch nicht per se illegal, diesen ASIC-Boost zu verwenden. Es ist einfach ein Gentleman's Agreement, dass man es eben nicht tut. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass es eine wirklich gute Erklärung gibt, warum viele Pools, weil es gibt ja, also der Grund, warum man SegWit blockieren würde, ist ja nicht wirklich da. Aber hier bekommt plötzlich eine wirklich rationale Erklärung, warum SegWit hier wirklich blockiert wird. Und das sieht man ja bei Litecoin, das sieht man bei Bitcoin. Es ist ja wirklich unglaublich, dass gewisse Pools hier eine Sache blockieren, die eigentlich total Sinn machen würde. Gut, was ist jetzt die Lösung?
Wenn man eine Technologie integrieren will, dann ist es das Leichteste, wenn es die Miner machen. Das heißt, es ist eine sogenannte MASF, ein Miner Activated Fork. Es geht aber genauso andersrum, dass es die Nutzer machen. Das heißt, dass wir auf die Miner komplett scheißen und sagen, es ist total wurscht, ob ein Miner einen Block findet. Wir als Nutzer, als Full Nodes, als Knoten, akzeptieren einen Block einfach nicht. Das heißt, wir gehen einfach her und sagen, wenn uns ein Miner einen Block schickt, der nicht SegWit signalisiert, der also nicht diesen Fork von SegWit signalisiert, dann refusen wir den einfach, wir blocken den und sagen, nö, akzeptieren wir nicht, wir warten, bis der erste Block kommt, der von einem Miner kommt, der SegWit signalisiert. Das Ganze nennt sich ein User-Activated Soft Fork, das heißt, er geht von den Knoten aus. So. Es gibt eine Regelung zurzeit im Code, dass SegWit bis, ich glaube, 11. November oder 1. November, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, jedenfalls Anfang November, muss das Ganze aktiviert sein. Und deswegen gibt es ja auch diese ganze Hin und Her, diese ganze Debatte und so weiter von SegWit und so weiter und so fort. Und jetzt sagen die Leute, wir haben jetzt ein neues Update rausgebracht, wo in dem Programm für die Full Nodes, also auch zu wichtig zur Erklärung, die wenigsten Nutzer verwenden einen Full Node. Die meisten Nutzer verwenden einen Knoten, der nicht Full Node ist und der einfach nur ein Service ist. Wenn du zum Beispiel die Bread Wallet verwendest oder Blockchain.info, hast du keinen vollen Knoten, sondern du liest nur die Sachen ab, die für dich relevant sind. Wenn du aber eine Firma hast, wo du im Bitcoin-Blockchain-Bereich bist, dann hast du einen vollen Knoten laufen. Und wenn wir jetzt hergehen und diesen Service updaten und sagen, okay, wir updaten auf dieses Proposal 158, das ist es halt zurzeit, dann refusen wir Blöcke, die von einem Miner kommen, die nicht SegWit signalen. Und wenn das genug Leute machen, genug Knoten, dann passiert eben ein User-Activated Soft Fork, UASF. Weil für einen Miner, der SegWit nicht signalt, der kann zwar der Erste sein, also angenommen der Antpool geht her, gewinnt den Knoten, gewinnt den Block, signalt nicht SegWit, warum nicht? Weil er ja will, dass dieser ASIC-Boost weiterläuft, sondern signalt Unlimited. Dann sagen einfach die ganzen Knoten, nein, akzeptieren wir nicht, den Block, den leiten wir nicht weiter, als wenn er nicht wäre. Jetzt hat zum Beispiel Antpool das Problem, dass die zwar voll Geld reinstecken und einen Block meinen, der wird aber vom restlichen System nicht akzeptiert. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, weil es wird ja immer gesagt, dass gerade in der Bitcoin-Welt so viele Sachen zentralisiert sind, dass die Demokratie verschwindet, dass da ein paar total autoritäre Formen gibt, nur da sieht man wieder die Macht des Volkes in der Bitcoin-Welt. Wenn die Miner, die ja wirklich teilweise sehr zentralisiert sind, offensichtlich was machen, was nicht so cool ist, naja, dann gibt es eben UASF und das ist nicht das erste Mal, dass es ein User-Activated Soft Fork gibt. Also, definitiv ein relevantes Thema zurzeit, definitiv was den Preis zurzeit von Bitcoin und Litecoin absolut beeinflusst und definitiv hier ziemlich viel mitspielt. Also, ASIC Boost, ein Gentleman's Agreement, das eigentlich in der ganzen Mining-Welt gesagt worden ist, wird das nicht verwendet wird, wird aber verwendet. Wie gesagt, gibt nur Vermutungen, natürlich keine Beweise. Macht auch Sinn, warum so viele Pools SegWit nicht akzeptieren wollen, was einfach eine Erweiterung wäre, eine Vergrößerung der Blöcke. Und wenn die Miner nicht Gas geben, dann gibt es einen sogenannten User-Activated Soft Fork. Und da passiert es eben, dass wir als Nutzer einfach hergehen und sagen, wir akzeptieren keine Blöcke, die eben nicht von SegWit-Minern gemeint worden sind.